Naja, gut, machen wir eine große Bibliothek. Ihr könnt euch den Bau dieses Raumes nicht leisten. Und die Werkstatt machen wir dann halt. Ich stelle euch meine Dienste zur Verfügung. Missbraucht sie nicht. Ach, da haben wir aber schnell, sind wir aber schnell auf Horny klar gekommen. Oh. Ein schwarzer Ritter, der da einfach eingesperrt ist. Level 10 schwarzer Ritter sogar. Klingt nett. Okay, aber jetzt erst einmal. Obwohl, wir können hier ja einfach den Raum nochmals ein bisschen größer machen. So, gerade für mich erstmal hier so weit und hier so weit. So, was könnte ich hier hin? Kerker und Dings haben wir. Arena, würde ich das sagen. So, meine Arena. Casino. Ich würde gerne einen Imp abstellen, der mir hier die Tür aufschlägt. Auch wenn der eine Weile mehr, länger brauchen wird, wahrscheinlich, als die, als eine richtige Kreatur. Nö. Mach lieber normale Arbeit erstmal. Casino, genau. Casino. Bauen wir mal hier rein. Werkstatt kommt dann hier rein. Also ja, ich glaube, die Mission ist wirklich wahrscheinlich eine der schwierigsten, abgesehen von der letzten wahrscheinlich. Die mit Nemesis war ja eigentlich einfach im Vergleich. Also Nemesis hat sich ja eigentlich gar nicht so... Das heißt, er hat keine Gegenangriffe geplant, gar nichts. Er hat einfach da gewartet und hat sich von uns töten lassen. Die Lava kann ich ruhig buddeln. Das Einzige, was darüber kommen könnte, wären Riesen und Feen, aber ich glaube, wir sind noch relativ abgeschottet. Oh, hier ist sogar ein magischer Gegenstand. Ich habe gerade was schreien gehört. Okay, ich denke mal, gibt... Ich musste es ja heraufbeschwören. Brennt. So. Gleich was für unseren Kerker.
Ja, so ist gut. Bitte aufsammeln und ins Gefängnis stecken. Theoretisch könnte ich die eigentlich foltern. Ein Geschöpf verhungert in eurem Kerker. Theoretisch könnte ich die foltern und aus ihnen die ein paar Informationen rausquetschen. Kommt, sammelt mir die Fee auf. Ihr habt erfolgreich ein gegnerisches Geschöpf in eurer Folterkammer verhört. Das Opfer in eurer Folterkammer hat Informationen über die Umgebung ausgespuckt. Gut, jetzt wissen wir schon mal, wo ein Heldentor ist. Dort können wir uns dann hingraben und es... Ihr habt erfolgreich ein gegnerisches Geschöpf in eurer Folterkammer verhört. Das Opfer in eurer Folterkammer hat Informationen über die Umgebung ausgespuckt. Okay, wir haben ein Heldenportal und wir haben einen Prinzen. Okay, was fehlt uns jetzt eigentlich noch so an Gebäuden? Wir haben das, wir haben das. Tempel fehlt uns noch. Auch wenn der teuer wird. So. Ihr erbeutet ein Portal. So, jetzt haben wir das Portal. Friedhof fehlt noch. Ihr könnt euch den Bau dieses Raumes nicht leisten. Wie viele freie Räume haben wir noch? Eins, zwei, noch vier freie Räume. Und was haben wir noch nicht gebaut? Haben wir. Haben wir. Eine neue Spezies ist in euren Dungeon gekommen. Davon bräuchten wir vielleicht noch eine zweite. Haben wir, haben wir. Haben wir, haben wir auch. Yep. Brauchen wir nicht. Die beiden sind klar. Folterkammer und Kerker haben. Friedhof fehlt uns noch. Eine neue Spezies ist in euren Dungeon gekommen. Oh, Kacke. Der haut jetzt hoffentlich nicht schon ab, oder? Nein, macht er zum Glück nicht. Eine neue Spezies ist in euren Dungeon gekommen. Gut, jetzt läuft er da entlang. Das wäre jetzt irgendwie doof gewesen, wenn der uns schon... Eine neue Spezies ist in euren Dungeon gekommen. ...entdeckt hätte, bevor wir überhaupt die Chance gehabt hätten, ihn an der Flucht zu hindern. Nein, aber er läuft irgendwo da oben entlang. Genau.
Mit dem schwarzen Ritter haben wir eigentlich einen ziemlich starken Kämpfer. Okay. Rekonstruieren wir mal. Hier ist massiver Fels. Das heißt, um an diesen Heldenausgang, an dieses Heldentor zu kommen, müssen wir uns wirklich über diese Route reinkämpfen. Ah, das könnte schon schwierig werden. Ich baue hier auf jeden Fall mal den Dungeon erstmal richtig auf. So. Hören wir das Geschrei der eisernen Jungfrauen an, die sich selber foltern. Anstatt zu trainieren. Geh. Ihr habt eine gegnerische Arena erobert. So, jetzt haben wir einen schwarzen Ritter. Sehr, sehr gut. Ein Troll wurde unglücklich, weil er keinen Platz zum Schlafen hat. Ein Troll. Ich sehe, ihr habt einen magischen Gegenstand entdeckt. Wurde unglücklich. Sucht ihr mal einen Schlafplatz. Ich glaube ja, höher als Stufe 10 geht nicht. Okay, ich habe so das Gefühl, in meinem Gefängnis kann nichts sterben. Deswegen wird's verhört. Das klingt schon fast ein bisschen wehleidig, mitleidserregend, wie die Fee da rumjammert. Aber das ignorieren wir einfach mal. Wir sind ja immerhin der böse Keeper. So. Noch so ein magischer Gegenstand. Wird ja immer besser. Einen magischen Gegenstand entdeckt. Ihr habt erfolgreich ein gegnerisches Geschöpf in eurer Folterkammer verhindert. Ist hier etwa auch noch einer? Ja, hier ist auch noch so einer. Das Opfer in eurer Folterkammer hat Informationen über die Umgebung ausgespuckt. Ah, ich sehe, ihr habt einen magischen Gegenstand entdeckt. Und einen mürrischen Riesen. Das hat der zweite Heldenausgang. Gegen meinen Level 10 Ritter bist du Opfer. Ich bin froh, den zu haben irgendwie. Gibt's da hinten noch was? Noch ein paar mehr Riesen und noch ein magischer Gegenstand. Ein Salamander wurde unglücklich, weil er keinen Platz zum Schlafen hat. Ich weiß nicht, hat das Spiel den Bug, dass es manchmal die Schlafplätze löscht? Eine neue Spezies ist in euren Dungeon gekommen.